Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema Bike Earn. Viel Spaß beim Schauen. Der frühe Vogel fängt den Wurm und ganz nach dem Motto stelle ich dir heute das Video vor. Es gibt noch nicht sehr viel zu dem Projekt, aber schon genug, um dir darüber zu berichten. Das Wichtige ist, noch kannst du hier früh einsteigen und dementsprechend vielleicht Vorteile für dich rausziehen. Und deswegen schauen wir uns Bike Earn, Let's Ride a Bike and Earn Crypto heute mal gemeinsam an. Das geschulte Auge erkennt sofort, dass es sich hier um eine Move to Earn App handelt. Die App, wie du hier siehst, wird es in den beiden App Stores geben. Aktuell gibt es nur hier die APK für die Android-Geräte. Das macht nichts, das Projekt ist noch sehr jung. Und deswegen ist die Vorstellung vielleicht auch so wichtig. Hier siehst du schon mal vorab einen kleinen Ausschnitt aus der App. Wir schauen uns das Ganze aber im Verlauf noch genauer an. Dann gibt es verschiedene Modis, insgesamt drei Stück. Der einfachste hier der Solo-Mode, das heißt, du kannst einfach drauf losfahren und hier Münzen generieren. Dann gibt es noch zwei verschiedene Turniermodi und zwar findet zum Beispiel dieser viermal im Monat statt. Du musst hier aber zunächst eine Teilnahmegebühr bezahlen und kannst dann hier dran teilnehmen. Es gibt dann die zwei Möglichkeiten, einmal 20 Minuten oder 30 Minuten und wer hier die längste Strecke zurücklegt in dieser Zeit, bekommt dann den Preis. Und dann gibt es noch den Marathon-Mode, hier musst du auch eine Gebühr hinterlegen. Dieser findet einmal im Monat statt und wer hier eben das gewinnt, der bekommt dann auch hier den Preis. Die Roadmap ist leider ziemlich mickrig, wir schauen sie uns trotzdem an. Und zwar im Quartal 4 2021 kam die Idee überhaupt zustande. Das Ganze wurde grob entwickelt und geplant. In Quartal 1 2022 gab es dann die Entwicklung der Webseite und der Grundversion der App. Und jetzt im Mai, was eben auch das Schöne ist, kommt der IDO und der Beta-Release, das heißt, wir sind noch früh genug dabei, um möglicherweise hier günstig einsteigen zu können. Dann wird es hier Mainnet und Version 1 im Laufe des Jahres geben und in Quartal 3 dann die Version 2 und schon den Marktplatz Version 2. Was das Ganze bringt, müssen wir mal schauen. Aber du siehst, das Ganze kann natürlich sich hier sehr interessant entwickeln. Dann haben wir natürlich hier noch die Token Matrix. Du siehst also hier, wie die Münzen aufgeteilt sind. Es wird insgesamt 500 Millionen Münzen geben. Und da kannst du einfach mal einen Blick drauf werfen. Da möchte ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Dann hast du auch noch hier einen Ausschnitt aus dem Team. Es ist schön, weil wir hier wieder Bilder von den Machern sehen. Klar, die Bilder können geklaut sein, die Namen können erfunden werden. Es gibt hier keine Verlinkungen zu LinkedIn, Twitter oder sonst was. Man könnte sich jetzt hinsetzen und das Ganze einfach mal recherchieren, ob man dazu was findet. Wie auch immer, es gibt scheinbar ein Team. Das Ganze sind eben hier die vier Leute. Das Ganze ist erst einmal abzuwarten, weil wie du siehst, es gibt noch nicht viel hier drüber zu berichten. Wir schauen trotzdem weiter. Du hast hier die Partner und Investoren. Hier sind einige dazugekommen, denn ich habe vorher schon mal hier ein Auge drauf geworfen gehabt und da gab es nur zwei Investoren. Jetzt sind es inzwischen sechs Stück. Ob das gut oder schlecht ist, das bleibt abzuwarten. Das Ganze ist noch, wie gesagt, in einem frühen Stadium, deswegen man kann hier viel, ja, prognostizieren. Das Ganze bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Du kannst dann natürlich auch noch hier einmal auf Telegram, Twitter und YouTube vorbeischauen. Wir gehen jetzt aber noch einmal hoch und schauen uns jetzt hier gemeinsam dieses kleine Symbol an. Warum auch immer, White Paper gibt es nicht, sondern das. Ich verstehe das nicht, für mich ist das, was wir uns jetzt anschauen, das White Paper. Und das tun wir jetzt auch. Wir klicken einmal drauf, es öffnet sich die neue Seite. Schauen uns das White Paper jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf an, um hier nicht unnötig Zeit zu verlieren. Und zwar die ersten paar Seiten beschäftigen sich eigentlich nur damit, wie das Ganze abläuft und eine kurze Einleitung. Und hier hast du dann den ersten Ausschnitt aus der App. Du siehst, es wird hier wie bei Steppen geschaut, ob du irgendwie cheatest. Also hier wird gefahren, GPS ist gut, du hast die Energie, deine bereits verdienten Münzen, wie viele Münzen du jetzt verdient hast, wie lange du fährst, die Entfernung oder die zurückgelegte Strecke und wie schnell du gerade fährst. Wenn wir dann mal weiterschauen, dann siehst du hier den Marktplatz und der ist wirklich 1:1 Copy-Paste von Steppen meiner Meinung nach. Hier die Werte, die schauen wir uns später nochmal an und dann hast du auch hier eben drei verschiedene Fahrräder und vier verschiedene Update-Möglichkeiten. Das heißt, du kannst den Rahmen, den Lenker, die Kette und die Räder updaten. Dann hast du hier die verschiedenen Attribute, ähnlich wie bei Steppen.
Der eine ist die Produktivität, wie viel du verdienst. Shining ist dann eben ab Level 20, wo du dann die zweite Münze verdienen kannst. Der Rahmen ist für die Widerstandsfähigkeit, das heißt, wie oft du eben das Fahrrad reparieren musst. Und die Kette ist das Glück beim Minden. Dann hier die verschiedenen Stufen, Common, Rare und Precious. Das heißt, hier musst du 12 bis 18 km/h fahren, bei Rare 10 bis 25 km/h und bei dem letzten, was mit dem Schuh-Trainer eben auch so gedeckt ist, hier 8 bis 35 km/h, da kannst du dich frei bewegen, da gibt es überhaupt kein Limit mehr. Dann siehst du hier nochmal die Erklärung eben mit der Münze, wie das Ganze funktioniert und wir schauen weiter. Da werden nochmal die Modis erklärt, auf die wir ja schon eingegangen sind. Der Solo-Mode wird nochmal erklärt und die beiden Events werden nochmal erklärt. Dann wird es wie bei Steppen eben hier auch eine In-App-Wallet geben. Und wie du siehst, läuft das Ganze auf der Binance Smart Chain, was natürlich sehr gut ist, weil es kostengünstig für uns ist. Im weiteren Verlauf sehen wir dann eben hier noch den Unterschied zu den anderen Apps. Du siehst dann, wie viel das Ganze kostet, was der All-Time-High war, ob du cheaten konntest oder cheaten kannst, Market Cap und Total Supply. Das ist jetzt aber für uns nicht weiter wichtig. Dann hast du hier nochmal die Token Metrics. Hier hast du dann auch nochmal die Aufzählung von den ganzen Münzen und hier eben die Möglichkeit. Du hast einmal Earn-Münzen und Use-Münzen. Das heißt, wie bei Steppen, das Ganze ist gut, weil die Münzen wiederverwendet werden. Das heißt, es wird nicht nur verdient und direkt ausgezahlt und der Kurs fällt. Nein, du musst hier die Münzen wieder investieren, um dein Fahrrad zu reparieren, zu verbessern, abzudaten und vielleicht auch zu schmücken. Du siehst dann auch nochmal hier die Roadmap, die habe ich dir aber eben schon vorgestellt. Auch das Team habe ich dir schon vorgestellt und dann hast du hier nochmal die ganzen Möglichkeiten, wo du das Ganze eben finden kannst. Du siehst auch nochmal hier die App. Ich persönlich finde sie sehr ansprechend, auch wenn sie wirklich sehr nah an Steppen ist. Es muss nichts Schlechtes sein, aber das macht immer meiner Meinung nach so einen scammigen Eindruck, weil ich als Unternehmen möchte ja einzigartig sein und will nicht etwas 1:1 kopieren. Wenn wir aber ehrlich sind, machen auch große Firmen viele Kopien. Dementsprechend muss das natürlich nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein. Und dann war es das Ganze auch wieder hier. Kurz zum Ende hin natürlich wie immer mein Fazit. Ich persönlich finde die Idee sehr gut, auch wenn für mich das Fahrradfahren nichts ist. Es soll im Verlauf auch hier die Möglichkeit geben, die Fahrräder verleihen zu können. Das wäre für mich optimal. Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel günstig an ein Fahrrad kommen würde, dann könnte ich dieses verleihen und hätte ein schönes passives Einkommen. Das Ganze müssen wir einfach mal abwarten. Wir müssen mal sehen, ob das Ganze wirklich seriös ist, ob das vielleicht doch ein Scam ist. Das können wir hier noch nicht verraten. Es gibt noch viele andere Projekte rund ums Fahrradfahren. Wenn du Interesse also in den Projekten hast, lass mir gerne ein Abo da und aktivier die Glocke, dass du hier nichts mehr verpasst. Und lass mir natürlich auch gerne ein Like und einen Kommentar da, ob du hier noch mehr solche Videos rund um Fahrräder sehen möchtest. Schau dir auch gerne hier das Video an, das sieht auch nicht schlecht aus. Also ich habe hier eigentlich sehr viel Hoffnung, dass das Ganze sich positiv entwickeln könnte. Ich hoffe, das Ganze wird eine schöne Steppengeschichte fürs Fahrrad, auch wenn Fahrradfahren nicht unbedingt für mich das Wichtigste ist. Das soll es jetzt mit dem Video gewesen sein. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Unterstütz mich, indem du mir ein Like und ein Abo dalässt. Natürlich auch gerne kommentieren für den Algorithmus. Und dann sehen wir uns schon morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I